Genau, da oben waren wir schon mal. Dann hüpfen wir mal. Das Lager haben wir schon entdeckt, ne? Weil ich gerade sehe, ist auch ein Lager, ne? Ja. Das haben wir schon entdeckt. Alles klar. So. Amulett des Retters. Die Klippe. Fortschritt anzeigen. Amulett des Retters. Okay. Die Klippe. Die Klippe erklingen. Ey, warum kann ich hier nicht weiter runter? Nee, okay. Da ist er. Da müssen wir hin. Hey. Hopp, hoch. Sagt sie immer. Genau, hier rüber springen. Weil hier waren wir ja schon. So. Halt dich fest, halt dich fest. Und hoch. Hoch. Kondorfeder. Die hatten wir aber auch schon voll, oder? Nee. Jetzt ist voll. Supi. Ach, hier, über den Ast. Oh, ja, komm. Und. Uff. So, hier waren wir ja schon vor ein paar Folgen. Da ist der Eingang. Und dann sind wir hier ja nicht weitergekommen. So, die Höhle betreten. Wir hatten uns zwar hier umgeguckt, aber hier war nichts gewesen, was wir noch... Und wir hatten da doch, glaube ich, was eingesammelt. Da war der letzte Turmsprung gewesen. Genau. So, na dann, wollen wir da mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. Und da sind ja auch noch, guck mal hier, Dokumente, Relikte. Oh, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Mal sehen, was uns da wieder erwartet. Hauptsache nicht wieder so schlimm wie beim Schlangenkopf. Wo wir da gedreht und gedreht und gedreht haben. Spielzeit 19 Stunden und 51 Minuten. Da ist doch ein Pfeil, ein Feind. Na komm. Nee. So, da durch. Da, siehst du, ich hab's doch gewusst, da ist doch was. Müssen wir uns da rüberhangeln? Nee, ne? Einfach nur rüberspringen. Da läuft wieder ein kleiner Käfer. Die Höhlenbewohner. Fumm. So. Ist da hinten noch... Ja, 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 ja. Da ist das... Gucken. Amulett des Retters. Ach so. Hier, das meine ich. Dokument. Warum haben wir das Dokument? Wo ist das? Komm mal her hier. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurück. Etwas stimmt nicht. Nee, etwas stimmt nicht. Genau. Wir haben das Dokument vergessen. Wo ist denn das Dokument? Das lag da auch. Und wir sind... Ah, vorbeigelaufen. Terra wieder, Junge. Die Kontrolle des Kults. Nachdem die von der Krankheit ausgehende Gefahr gebannt war, erfuhren wir, dass Lopez bereits wieder fort war. Während einige von uns einen Verrat vermuteten, sorgten sich andere um sein Wohlergehen. Uns blieb nichts anderes übrig, als in der Stadt zu bleiben, und das aus zweierlei Gründen. Sollte Lopez wieder zu Sinnen kommen und das Artefakt zurückbringen, wären wir bereit. Falls nicht, wäre dies der beste Ort, um unsere Suche fortzusetzen. Wir trafen eine Vereinbarung mit dem König, der uns die Rolle seiner Garde, Ärzte und Priester überließ. Okay. Also waren die vom Kult hier auch schon da? Nee, da hängt nichts so. Irgendwas stimmt nicht, hat sie gesagt. Erstmal hier durch. Sagt sie das nochmal? Hier stimmt was nicht? Ah, da ist das Ding. Das schauen wir uns nochmal an. Sieht aus wie das... Quechua ist es nicht, das ist... Doch, Quechua. Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manco sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Also für mich sehen die Dinge immer alle gleich aus. Aber gut. Da geht's durch. Und geht's hier auch lang? Nee, da geht's nicht lang. Oh. Na, Mick Schwan schon wieder Schlimmes. Dass wir hier wieder viel klettern und springen müssen. Könnte ich mir vorstellen.
So, Lara, jetzt da durch, komm. Geh mal durch. Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Da ist eine Falle. Haha. Da ist eine Falle. Ha. Übergelistet. Da ist noch eine Falle. Wäre natürlich nicht gleich durchlaufen. Nee, nee, nee. Flack. Aber erstmal gucken, lag hier irgendwie leicht irgendwas? Nö. Okay. So. Das sieht doch auch wieder was. Macht was aus? Was guckt sie da? Oh, da ist eine Kiste. Da. Catch war hier. Müssen wir bald voll gelernt haben. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Verehrung durch die Paitizianer zu verhindern. Okay. Vielleicht wurde es den Kultisten aber auch als Bezahlung für ihren Schutz überlassen. Sieht gut aus. Natürlich wieder Gold. Ja, Gold, Gold, Gold. Aber nichts für uns. So. Nee, das sind bloß alles... Ja, hat sie irgendwo hier hingeguckt? Nee. Wir schauen hier uns nochmal um. In unserem Sinne. Da sind auch wieder Bücher. Nochmal Ketchup. Eine alte Notiz. Die sterblichen Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manko derart entweiht wird. Nein, natürlich nicht. So, mal gucken, die Sammlung anzeigen. Fahrt der Sterne 75, der Missionar. Puh, da gibt es auch ganz schön viel. Quechua haben wir 50%, Mam haben wir erst 25%. Xucateco haben wir 91%. Naja, ich meine, wir müssen das ja erlernen, sonst... Da oben hoch, ne? Würde ich mal meinen, ja. Ansonsten können wir ja diese Monolithen ja nicht entziffern. Hoffentlich sind keine Fallen. Sieht erstmal nicht so aus. Das sieht ja auch wieder aus. Ich sag ja, das sieht wieder aus, als mit Springen und Tun und Machen. Okay. Lass uns mal kurz Karte gucken, ob wir was vergessen haben. Nee. So, wir können uns, glaube ich, hier überall umgucken. Oder auch nicht. Ich sagte ja auch nur, könnten. Ich höre doch da ein Geräusch. Das hört sich nicht gesund an. Das hört sich nicht gesund an. Das hörte sich gar nicht gesund an. Karte? Okay, ich wollte bloß gucken, ob wir hier weiter können. Oh ja, sie krabbelt da. Oh oh. Ob das so gut war? Ups. Oh Mann. Ne, geht hier nicht weiter. Wir gucken mal. Oh, da. Gold ist immer gut. Okay, okay. Scheint hier nichts weiter zu sein als bloß das Gold. Dann kommen wir wieder zurück. Ja. Komm, wir gehen zurück. Und der bin ich gespannt. Ich habe da ja, wie gesagt, so ein Geräusch gehört. Hier liegen mal Leichen oder, naja, Leichen. Nur noch Skelette. Ja, geh mal durch. Mal lieber langsam machen. Hör dich doch irgendwas trapsen hier, Junge. Oder bloß wieder. Fata Morgana? Oh, es ist ein bisschen feucht in der Höhle. Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Sehr verdächtig, weil wir so leicht reinkommen, ne?
sehr eigenartig. Mal erstmal umschauen. Oh Gott. Oh, geht ganz tief runter. Hält uns das aus? Alter! Hab ich mir eben erschrocken. Aber ich habe zwar sowas geahnt, aber ich dachte, vielleicht kann man auch gleichzeitig springen. Aber nee. So, Überreste finden. Müssen wir bestimmt wieder irgendwie tauchen. Und klettern. Um wieder hochzukommen. Ja. Nach hier? Nee, da macht's nix. Da macht's ja auch nix. Ach du heilige Kacke. Tauchen wir mal, wa? Oh oh, jetzt geht's wieder los mit Tauchen. Ich glaube, bevor wir da reintauchen, den Weg, sollten wir hier nochmal gucken. Da ist nochmal was anderes, aha. Gold. Up. Und up. Flumm. So, tauchen wir mal auf. Also da ist ein Durchgang. Bin gespannt, wie lange wir, wie viel wir tauchen müssen. Oh Mann. Naja, was soll's. Wir müssen. Da werden wir bestimmt wieder einiges liegen lassen, denke ich mal. Okay, da hoch. Oder? Ging's da nochmal weiter? Nee, da war alles zu. Alles klar. Alles klar, wir sind richtig. Oh. Oh, hier liegen überall Knochen. Aber erstmal da hier das Wandgemälde betrachten. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manco vor dem Kult von Kukulkan. Okay. Wandgemälde. Hm, alles klar. Können wir noch weiter reinzoomen? Nee. Jetzt müssen wir bestimmt hier irgendwie so durch den Busch und dahin kommen. Aber wir schauen uns mal um. Na, da ist noch was zu holen. Oder, beziehungsweise, was zu bewegen. Scheiße, nein. Oh Mist. Oh oh. Oh, war das richtig? Ich glaube, das war falsch. Warum haben wir auch das Ding benutzt? Ehrlich mal. Schnell hoch. Wie jetzt? Okay, steigt nicht weiter, oder? Nee. Ich hoffe mal, wir haben jetzt da nicht... Ach Gott, wo sind wir denn jetzt? Wir sind, glaube ich, jetzt... Oh, hier, von hier gekommen. Ne? Da, und dann sind wir... Hier, ich sag mal so. Wir sind von hier und dann hier irgendwie wieder zurück. Aber der Wasserstand ist gestiegen. Heißt das... Ne, da ist nichts. Ich dachte nicht gerade. Heißt das, wir müssen jetzt hier überall so eine Hebel betätigen? Ich sag ja, hab schon zwei Jahre lang nicht das Ding gespielt. Hab ich damals gespielt, wo er rausgekommen ist. Da ist noch ein Hebel. Da ist noch ein Gemälde. Das gucken wir uns natürlich auch an. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Cool. Aber zum Einsammeln ist hier weiter nichts. So, da ist wieder so ein Hebel. Ich denke mal, da wird auch gleich wieder Wasser kommen. Und dann müssen wir zurück. Da hätten es aber nichts zum Angucken, ne? Oder? Nee. Guckt uns bloß eine hässliche Fratze entgegen. Na denn. Also, wir müssen dafür gleich nochmal Wasser kriegen, oder? Ja. Okay.
haben ja Glück, dass die zweite Tor sie nicht schließt. Das Wasser steigt. So, jetzt die Frage. Wo kriegen wir das nächste Wasser her? Bestimmt von da. Alles klar. Da. Guck mal. Sie steht, also kann sie auch einen Pfeil nehmen, ne? Würde ich mal meinen. Noch nicht, aber jetzt könnte sie. Alles klar. Da hinten stand sie noch zu weit unter Wasser. So, hier ist wieder nochmal ein Gemälde. Oder Wand. Ja, Wandgemälde heißt das, ne? Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Ja, die Knochen haben wir ja schon festgestellt. Hier sind reichlich Knochen. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Welcher Hebel? Welcher Hebel? Meinte sie jetzt vorhin die anderen Hebel, oder was? Na komm, mach mal hier. Zuppi, zuppi. Ah. Der Hebel wird bestimmt im nächsten Raum sein. Ja, den meinte sie. Das haben wir doch schon mitgekriegt, dass wir den Wasserstand dadurch hochkriegen. Hier ist nichts zum Einsammeln. Alles klar. Und hier geht's auch wieder nicht weiter. Oh, da haben wir eine ganze Menge zum Schwimmen. Oder täuscht das bloß? Das knirscht und knackt hier überall. Oh, oh. So, komm. Wie jetzt? Zu? Okay, wir müssen hier hoch. Alles klar. Ja, alles klar, sag ich. Und dann weiß ich noch gar nicht, ob wir hier noch Luft kriegen. Alter! Aber wie sieht Sarah? Wir haben ja eine super Lunge. Wir sind ja Apnoe-Taucher. Wir können Luft anhalten. Zack, hier durch. Komm. Noch vibriert nichts. Also ist sie noch gut mit der Lunge. So. Uff. Jetzt sind wir da. Würde ich mal meinen. Wenn ich jetzt nach da gucke, könnten wir hier so richtig sein, ne? Oder? Ja, wir schauen mal, ob wir... Jep. Naja, gut. Schon ein bisschen Action, aber war jetzt nicht... Hallo, Manko. So schwer. Gut. Wo ist das Amulett? Neuer Ort entdeckt. Zeig mal her. Neuer Ort entdeckt? Meinst du das hier, ne? Ach, Mann. Ditte. Sarkophag. Sarkophag, wo stehen wir denn hier? Amulett des Retters. Bergen, alles klar. So. Schauen wir mal uns um. Da liegt noch Jade.